Shalom Aleichem. Guten Abend. Baruchim Abayim, herzlich willkommen. Heute ist Or Leyud Gimel Sivan. Sorry, Iyar. Ich bin schon beim Shavuot. Heute ist 13. Iyar. Ihr sollt nicht glauben, alles was ich sage. Korrigiere mich, wenn ich mache einen Fehler. Sag nicht Amen auf alles. Also, Shalom Aleichem. Baruchim Abayim, herzlich willkommen. Heute ist Or Leyud Gimel Iyar. Und heute ist die Jahrzeit von der Bruder von der Lubavitcher Rebbe. Der Bruder von der Lubavitcher Rebbe hat Jahrzeit heute, der heißt Rebbe Yisroel Arye Leib. Er war ein besonderer Mensch, ein Genie, geboren in Nikolajew. Und hat er gewohnt lange Zeit in Berlin und dann er ist gekommen nach Eretz Israel, gearbeitet in Tel Aviv in Bibliothek, geheiratet, hat eine Tochter, die seine Frau heißt Genia und die Tochter Dalia. Er konnte sehr gut Mathematik und mit 43 Jahren hat er bekommen einen Herzinfarkt. Und er liegt, Rebbe Yisroel Arye Leib in Zfat. Und mit Gottes Hilfe, ich habe noch vor, mit Gottes Hilfe, wenn es gibt Frieden in Golan, ich habe große Lust zu fahren zu sein Grab von Rebbe Yisroel Arye Leib, von der Bruder von dem Rebbe. Hashem soll mir helfen, dass ich habe Möglichkeit, es zu machen. Der Rebbe hat sich sehr bedankt und war froh, wenn jemand besichtigt den Ort von seinem Bruder. Und der Rebbe sagt, habt ihr das gemacht, habt ihr mir eine große Freude gemacht, insbesondere vor Pesach Sheni, zweiten Pesach übermorgen und Lag BaOmer. Es gibt eine Sache, die man nicht versteht, warum, aber man stellt nicht Fragen auf dem Rebbe. Einmal der Schliach von Australien, Groner, ist gefahren nach Israel und der Rebbe hat gesagt, ich habe einen Bruder, der liegt in Tverja. Und wo liegt der Bruder? In Zfat. Warum der Rebbe hat gesagt, ich habe einen Bruder, der liegt in Tverja? I don't know. Oder wenn man sagt in unserer Sprache, lo yodea. Aber das ist ein sehr interessanter Aspekt. Gut, also der Shiur heute soll sein auch Leilui Nishmat. Und wir beginnen. Harachaman, uishlachlanu. את אליהו הנביא זכור לטוב הרחמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב ויבשר לנו לנו ויבשר לנו לנו ויבשר לנו בשורות טובות ישועות ונחמות jeden Essen jeden Tischgebet sagen wir bei dem vierten Bracha Gott, der Gütiger, der Barmherzige, schicke uns den Prophet Eliyahu, sein Andenken zum Guten, dass er uns gute Nachrichten, Hilfe und Tröstungen verkünde. Okay, ich lese noch einmal. Harachaman, der Barmherzige, schicke uns der Prophet. Welcher Prophet? Eliyahu. Warum Eliyahu? Wen soll er schicken? Moshe Rabbeinu. Soll er schicken? Shlomo HaMelech. Soll er schicken Miriam? Soll er schicken Abigail? Soll er schicken Hulda, Hanevia? Soll er schicken Königin Esther? Warum soll er schicken Eliyahu Navi? Zweite Frage, warum Zachur Latov? Warum muss man sagen, sein Andenken zum Guten? Gibt das wohl irgendwie sein Andenken zum Schlechten von Eliyahu? Kann jemand über Eliyahu was Schlechtes reden oder erinnern? Okay. Und wie Vaser Lanu Psorot? Tovot, dass er uns gute Nachrichten, also Psora,
heißt Nachricht. Gute Nachricht. Hallo, guten Abend, wie geht's? Ich habe für dich eine gute Nachricht. Man ruft nicht an und man sagt, ah, Shalom Aleichem, ich habe viele gute Nachrichten. Ein dominante Nachricht ist eine, stimmt? Psora. Welche Psora wollen wir? Wir wollen eine Besora, Besora Tagiula. Wir wollen die Besora, dass Moschiach kommt. Warum muss man jetzt Moschiach schicken, soll er uns sagen, gute Nachrichten? Was wollen wir, soll Eliyahu kommen und sagen, eine Nachricht? Es ist ein good news to tell you, Moschiach is on the way. He's waiting any longer, he's coming every day. Also wir warten, soll Moschiach kommen, stimmt? Was steht geschrieben? Psorot Tovot. Gute Nachrichten, Plural. Und die letzte Frage, was bedeutet Yeshuot Venechamot? Hilfe und Tröstungen verkünden. Wenn Moschiach kommt, haben wir schon Hilfe, haben wir schon verkünden. Ihr habt verstanden die Fragen? Soll ich sie wiederholen oder braucht man nicht? Wiederholen. Nicht. Wollt ihr? Keine Sorge, ich gebe euch noch eine Minute zum Schluss. Ihr habt noch einen Bonus. Es nimmt nicht genommen von eurer Zeit. Macht euch locker. Wenn für jemand ist zu viel, kriegt er noch eine Minute zum Schluss. Also die erste Frage ist, warum Hashem schickt Eliyahu Navi? Zweite Frage, warum zum guten Erinnerung? Welche schlechte Sachen kann man über ihn sagen? Drei, warum Besorot Plural und nicht Besora, wenn wir warten auf gute Nachricht? Ja, wir warten gute Nachricht. Stimmt, so reden die Leute. Gute Nachricht ist was Größes. Die größte Nachricht, die momentan unser Leben beschäftigt. Wieso Besorot Tovot? Versteht ihr warum? Warum Plural? Und die vierte Frage, wenn es ist schon Besorot Tovot, warum braucht man noch Yeshuot und Nechamot? Man braucht noch dazu Hilfe und Tröstungen. Verstanden? Denn, anstatt zu beantworten, ich lese euch ein paar Zitaten von Talmud, von Chassidut, um euch, wie man sagt, so ein bisschen legen gute Produkte auf dem Buffet. Und dann erkläre ich euch, was steht auf jedem Teller. Gut, wir beginnen. Über dem Regen und über gute Nachrichten spricht man Hatov Vermeitiv. Gepriesen sei der Gute und der Gütige. Also es gibt eine Bracha, wenn man wartet lang auf Regen oder gibt es keine Parnosse oder gute Nachrichten. Wir werden bald sehen, was bedeutet gute Nachrichten. Was soll man benchen? Hatov Vermeitiv. Also im Großen und Ganzen über zwei Sachen soll man sagen diese Bracha Tova Ameitiv über Regen und über gute Nachrichten. Was ist gute Nachrichten? Wie definiert man gute Nachricht? Auf was soll man sagen Bracha? Hallo Shlomo, guten Abend, ich habe für dich eine gute Nachricht. Geh bitte zum Post und hol, es wartet für dich eine gute Nachricht. Nun, ich habe riesige Freude, steh auf. Ich gehe in Post, ich öffne den Paket, ein guten Freund schickt mir schweizerische Schokoladen. Was ist mir größer, die Botschaft oder die Schokolade? Also was war größer, die Ankündigung von die gute Nachricht oder die Realität? Die Ankündigung, stimmt? Das heißt, wenn die Kunden, wenn die Besora beim Erzählen ist größer als das, was man bekommt, es ist keine gute Nachricht. Es ist gute Nachricht, aber es ist nicht diese gute Nachricht, was wir erwarten. Wenn einer sagt gute Nachricht, die Wissen von der Nachricht muss größer sein als die Vorfreude. Versteht ihr, was ich meine? Also es muss etwas riesig sein, wo es
Viel mehr als das, was hat man gesagt, ich habe für dich gute Nachricht. Verstanden? Okay. Rab Acha bar Chanina erklärte, die zukünftige Welt gleicht dieser Welt nicht. In dieser Welt spricht man über gute Nachrichten, Hatoif Vameitiv, gepriesen sei der Gute und der Gütige, und über schlechte Nachrichten, gepriesen sei der Richter der Wahrheit. In der zukünftigen Welt aber wird es ganz der Gute und Gute sein. Also in zukünftiger Welt wird alles gut sein. In dieser Welt steht geschrieben in die Torah, Yud Hei Vav Hei, wie lesen wir das? Adonai. Also Gott sagt, heute werde ich so geschrieben und so ausgesprochen. Aber wenn Moschiach wird kommen, wirst du meinen Namen so vorlesen, so wie ich bin geschrieben. Verstanden? Also, denn warum steht es geschrieben Besorot Plural? Dass der Mensch wird erkennen, wenn Moschiach wird kommen, dass auch sein ganzen Leiden, sein ganzen Blockades und Schmerzen und Zorres und Engschaften, so soll er wissen, das war zum Guten. Also manchmal ein Mensch versteht nicht etwas, es tut ihm sehr, sehr weh. Er hat Probleme mit der Arbeit, er hat Probleme mit der Freude, Scheidung oder Trennung. Und später, 10 Jahre später, sagt er, ah, Gott sei Dank. Wer war nicht Kapitel 1, war nicht heute nicht in Kapitel 2. Versteht ihr, was ich meine? Also, manchmal die Sachen sind zum Guten, aber bis dahin tut es verdammt weh. Das heißt, Psorot Tovot, wenn Eliyahu HaNavi wird kommen, wird sein zwei Sachen. Wir werden spüren, Olam HaZeh und Olam HaBa. Wir werden spüren, diese Welt, und diese Welt verstehen wir nur das Gutes. Und in Olam HaBa, in dem kommenden Bewusstsein, in dem kommenden Welt, werden wir beides verstehen. Und warum über Regen und über gute Nachrichten? Gibt das eine Bracha? Was hat zu tun gute Nachrichten mit Regen? Rabbi Brechia, im Namen von Rabbi Levi, sagt, gute Nachricht ist wie kalte Wasser auf eine müde Seele, eine gute Nachricht von Weitem. Der Mensch geht in die Wüste. Er hat kein Wasser. Er hitzt. Er macht schon im Kopf Szenario. Er sieht seine Ende. Handy ist leer. Die Sonne kocht. Er sieht nicht einen Baum. So wie Eliyahu sieht in die Wüste zum Weg zum Horeb. Und er sieht die Ende. Plötzlich kommt eine mit der kalten Quelle Sprudelwasser von Italien. Eine gute Flasche. Er gibt ihm zu trinken. Wie fühlt er sich? Am Chaye? Dass er ihm sagt, dass er hat Wasser, ist nicht zu vergleichen mit dem Schluck. Also, der nimmt den Schluck und er trinkt, glug, 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 glug. Oh, Amachai. Sagt der Talmud, dass Psorot Tovot, gute Nachrichten, sind wie kalte Wasser auf erschöpfte Seele. Manchmal der Mensch hört noch eine schlechte Nachricht und noch eine schlechte Nachricht und noch eine schlechte Nachricht. Irgendwann ist er fertig. Klar. Irgendwann hat man keine Kraft und Last, das zu schleppen. Und ich sage euch jetzt etwas in Klammer. Schick mir bitte keine Nachrichten von Zores. Bitte. Nicht zu meiner WhatsApp. Wenn ihr schickt das, ich lösche das. Oder ich schicke euch zurück. Es gibt viele Freunde, die mir gar nichts schicken, weil ich das nicht will. Nicht mal jetzt beten, Tehillim, wir wissen nicht, was ist passiert, jetzt in einer schrecklichen Zeit. Nein, 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 mach mir nicht keine Angst. Ich habe Angst die ganze Zeit sowieso. Brauchst du mich nicht jetzt noch beängstigen mit noch ein paar Sachen. Hast du was Gutes zu erzählen? Bitteschön. Hast du persönlich was auf dem Herzen? Melde bei mir. Aber binde mir nicht ein mit die Zores von der Welt. Hast du was bei dir, ist schon Menschlichkeit. Aber versteht ihr, was ich meine? Ich brauche keine...
Es gibt Leute, die sind so schlechte Botschafter. Sie schicken die ganze Zeit, hast du gehört, hast du gehört, hast du gehört. Du, was willst du? Soll ich Kurzschluss bekommen? Also willst du wieder verlieren? Was willst du? Glaubst du, ich habe so viel Kraft? Wir brauchen gute Nachrichten hören. Versteht ihr, was ich meine? Und auch wenn deine Nachrichten sind, ihr lacht jetzt. Vor ein paar Tagen habe ich euch erzählt, am Anfang habe ich gedacht, ich bin kleinlich, kindisch. Ich habe euch erzählt, dass ich habe getrunken guten Orangensaft. Ihr habt keine Ahnung, wie viele Leute haben sich an dem Tag reagiert. Genieß doch, Schlomo, von deinem Orangensaft. Es ist nicht jetzt die Orangensaft. Es ist die Möglichkeit, von etwas zu genießen in diesem Dunkelheit. Versteht ihr, was ich meine? Genieße dir deinen Orangensaft, mach ein Leben. Also ich habe auch getrunken einen Orangensaft. Ja, natürlich ist keine Größen. Orangensaft ist noch nicht ein Grund zu sagen, ein Teufel am Native. Einen guten Wein schon, aber nicht ein Orangensaft. Verstanden? Okay, gehen wir weiter. Ich lese euch jetzt von Sefer Amidot, von Rabbi Nathan von Breslau, in dem Begriff Besorot Tovot. Wenn jemand sagt dem anderen gute Nachrichten, bekommt er die Neshome von Eliyahu HaNavi. Auch für eine kurze Zeit. Hört ihr? Also du willst sein Eliyahu HaNavi? Erzähl jemand gute Nachrichten. Erzähle nicht schlechte Botschaften, weil wegen schlechter Botschaften viele Leute sind gestorben. Wenn eine macht eine Mitzwe, so wie sie es gehört, man erzählt ihm nicht schlechte Nachrichten. Und wenn einer erzählt zu viel schlechte Nachrichten, bekommt er kleine Gehirn. Also er wird zu realistisch und pessimistisch. Das heißt in Kabbalah kleine Köppel. Weißt du, dass er sieht alles Mochin de Katnut. Kleine Verstand. Großer Verstand ist zu verstehen, dass alles ist ein Prozess. Kleiner Verstand ist ohne Luft. Versteht ihr? Und wenn einer erzählt gute Nachrichten, er wird sparen Beineschmerzen. Also wenn jemand hat Beineschmerzen, soll er mehr gute Nachrichten erzählen. Weil wenn jemand sich nicht bewegt, er sitzt und hört nur schlechte Sachen und da bleibt er in das Szenario von schlecht. Und wenn es ist Simche, wenn es ist Freude, wenn ich kriege einen Brief, du hast etwas im Post, ich renne, stimmt? Weil ich habe gute Nachrichten. Gut, zum Schluss war Schokolade. Aber, oder Deodorant, auch schön. Deodorant, einer hat mir geschickt, von Deutschland, in Post, Deodorant. Also in Israel alle stinken. Trotzdem, Schkoyach, Todaraba, vielen Dank, ich habe mich geschmunzelt. Es soll nicht schlimmer kommen mit dem Post. Aber das ist nicht jetzt ein größeres Simcha, zu sagen, na toi wa meiti. Aber wenn einer hat gute Nachrichten, er rennt, er geht, er macht, versteht ihr? Dann wird er nicht machen, dann wird er nicht haben, ke vera glein. In Sefer Malachi steht geschrieben, beim letzten Kapitel, Hine onoichi, sholeach lochem, es, ich schicke euch, wem schicke ich euch, was sagt Malachi? Wem schickt er? Welcher Prophet? Ich höre euch nicht, soll einer sagen. Nur wer ist bereit zu sagen, was sagt Prophet Malachi? Es sind Eliyahu HaNavi, oder? Du fragst mich jetzt? Soll ich sagen, es sagt den Eliyahu HaNavi. Und was steht dort geschrieben, Eliyahu oder Elia? Hat jemand Prophet Malachi? Ein Tanach neben sich? Dann sage ich euch, ich spare euch die Zeit. Hine anochi sholeach lachem et Elia anavi. Steht nicht geschrieben Eliyahu. Steht geschrieben Elia anavi. Vor dem großen Tag. Der Große und der Furchtbare. Verschiv levavot al banim, velev banim al avotam. Und da wird das Herz von den Vätern auf die Söhne und die Herz von den Söhnen auf den Väter. Nun,
Warum steht dort geschrieben Elia und nicht Eliyahu? Welcher Buchstabe fehlt? Wav, stimmt? Also Buchstabe Wav ist weg. Und ohne Wav sieht das aus so. Elia. Seht ihr? Was fehlt uns? Normalerweise ruft man ihm Eliyahu. Normalerweise hat er noch ein Wav. Stimmt? Eliyahu. Aber im dritten Buch Moshe in Parashat Bechukotai steht geschrieben, ich werde euch nicht vergessen und ich werde mein Bund mit Jakob behalten. Wie schreibt man auf Ivrit Jakob? Jud, Ein, Kuf und Wet. Stimmt? Jud, Ein, Kuf und Wet. Und wie steht dort geschrieben in Bechukosai? So, Ja-A-Kov. Mit ein Wav. Normalerweise schreibt man Jakob ohne Wav. Und hier steht geschrieben Jakob mit Wav. Und warum steht hier geschrieben Jakob mit Wav? Wie viel ist Wav in die Gematria? Aleph, Beis, Gimel, Daled, Hey, Wav. Also bis wann muss Moschiach kommen? Bis 6000 Jahre, stimmt? Also man sagt die Kinder Jakob, der Wav von Eliyahu ist weg. Er ist gegangen zu Jakob. Aber sei ruhig, ein ewiges Volk soll nicht Angst haben von Leingeweg. Es ist ein Prozess, es war uns noch viel schlimmer. Es war uns noch viel schlimmer. Es war uns noch viel, viel schlimmer. Es war uns noch viel, viel, viel mehr schlimmer. Relativ heute ist gute Nachrichten. Glauben Sie mir. Ich lerne jetzt in Schule, ich lerne Geschichte. Es geht uns nicht sehr gut, aber nicht sehr schlecht. Wir sind zwischen nicht schlecht und gut und danach sehr gut. Verstanden? Aber wir sind immer, wir leben dem Tag. Wir sind bombardiert mit Nachrichten. Und Nachrichten ist Junkfood. Und sie machen uns beängstigt. Und wir sind süchtig. Und wir hören nach und nach. Und unsere Emuna ist schwach. Und unsere Bitachon ist schwach. Und so noch eine und noch eine. Irgendwann haben wir schon keine Hoffnung, dass heute ist ziemlich nicht so schlecht. Und es kann sein, auch gute Nachrichten mit Gottes Hilfe. Okay, dann beginnen wir jetzt Step by Step die Sache zu erklären. Und Hashem soll mir geben die richtigen Wörter. Also was haben wir erzählt schon bis jetzt? Warum gute Nachrichten? Weil es geht, auch das Schlechte wird sein gut. Und auch das Gute wird sein gut. Und das ist doppelt. Ich lese euch jetzt vom einem optimistischen Prophet. Der heißt Jeschajau Hanovi. Was sagt Jeschajau Hanovi? Ich lese euch bitte vom Kapitel 52. Von Pasuk 6. Darum soll mein Volk erfahren meinen Namen. Darum, an selbigen Tage, dass ich es bin, der es verheißen, hier bin ich. Also Hashem will, dass wir ihm die ganze Zeit suchen, bis es kommt der Ankündigung. Jetzt kommt Pasuk 7 einmalig. Wie lieblich sind auf den Bergen die Tritte des Heilboten, der Frieden verkündet, gute Botschaft melden, Hilfe verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott regiert. Wer regiert? Gott.
Noch einmal, hör gut zu. Wer regiert? Gott. Was denken wir? Ich will nicht mal wiederholen ihren Namen von diesen Puppenfiguren, die glauben, die regieren. Versteht ihr? Ich will nicht mal den Namen von den Figuren, weil wir haben die Nase voll von diesen Namen. Dieser Namen ist Götzendienerei, wenn wir sie so viel erwähnen. Der Prophet schreibt nicht hier den Namen, was wir heute reden. Ich habe den ganzen Kapitel gelesen, ich habe keine von diesen Figuren hier gefunden. Glauben Sie mir, von niemand. Nicht von rechts, nicht von links, nicht von Amerika, nicht von Russland, nicht von Iran. Die Namen sind nicht da. Gar nichts. Also was steht geschrieben? Es wird kommen der Mevasser und drei Sachen wird er sagen. Zuerst wird er sagen Shalom. Er wird Frieden bringen in der Welt. Er wird guten Botschaften geben. Tov bedeutet Torah. Sie wissen, immer in die Torah, in die Gemara, in die Mishnah, wenn es gibt eine Frage, die unentschieden, wie heißt unentschieden in Talmud? Teiko. Teiko heißt, Eliyahu wird lösen dem Problem. Okay? Also auf Hebräisch hört ihr heute noch ein Wort, die heißt Teiko. Was heißt Teiko, Teiko? Keine Entscheidung für beide Seiten, weil manchmal gibt es Entscheidung, soweit ich weiß, mit Pendel. Stimmt? Also, weil man will doch eine Entscheidung. Wenn Moschiach wird kommen, alle Fragen in Talmud, die Teiko sind, werden zum Lösen kommen. Und die dritte Sache, was wird sein? Es wird sein eine Erlösung. Erlösung bedeutet alle Schmerzen, was die Menschen haben, das wird sein die Zukunft. Und deshalb dem fünften Becher am Pesach öffnen wir ein Glas zu Eliyahu Navi, weil Eliyahu Navi ist der Künder, weil er ist gegangen am Leben, im Himmel. Und er hat auch gesprochen, manchmal nicht gut über dem Volk, so wie es steht geschrieben in Könige, Kapitel 18. Und noch Plätze, er hat gesprochen über dem Volk, nicht so gut. Und darum heißt das Zachur Latov, weil manchmal er hat gesagt, nicht so schöne Sachen über Achav, über dem Volk, sie haben vergessen deine Satzungen. Darum Eliyahu Navi muss bis heute kommen, weil er hat gesprochen über die Juden, dass sie die Satzung Gottes nicht haben. Sagt Gott, warte, warte. Jahrelang wirst du sehen, meine Kinder werden immer Beschneidung machen. Du kommst zu jeder Beschneidung, um zu sehen, immer gute Nachrichten zu erzählen über meine Kinder. Ich will über meine Kinder nur gute Nachrichten hören. Der ist geboren, war eine Brit Mila und so weiter und so fort. Gut. Der Tzemach Tzedek sagt, dass wir sagen, beim Psalmen von Ashrei muss man Hashem benchen mit dem Fleisch. Was heißt mit dem Fleisch? Wenn jemand hört eine gute Nachricht, sein Körper wird fett, sein Gesicht wird fein und gelb und die Knochen werden größer. Also wenn ein Mensch hat eine gute Nachricht, er wird dick. Und wenn jemand fragt, wieso bist du so dick, sag viel gute Nachrichten. Ja, jetzt aber im Ernst. Die Gemara erzählt uns, dass Rabbi Yochanan ben Zakkai ist gekommen zu dem römischen Kaiser Aspesianus. Und er war beim Ausziehen seine große Schuhe. Und Rabbi Yochanan ben Zakkai hat gesagt, du bist geworden dem Kaiser. Er hat bekommen eine Botschaft von Rom, dass er ist der Kaiser, weil es waren drei Kaisers, die schnell eine nach dem anderen gestorben sind. Guck später die Historie. Und Aspesianus ist plötzlich Kaiser von Rom geworden. Als er war so froh von diesen Nachricht, er konnte nicht die Schuhe ausziehen, weil sein Fuß ist geworden größer. Kannst du dir vorstellen? Das heißt, nicht jetzt geschwollen, sondern feiner, lockerer. Und die Gesicht leuchtet, wenn der Mensch hat gute Nachrichten. Der Talmud erzählt uns, dass es war ein Amora, der hieß Rababau.
Und eine Matronita hat ihm gesagt, es geht dir verdammt gut, ja? Bestimmt hast du viele Schweine oder du hast gute Geschäfte, wo du Menschen Geld borgst mit Zinsen. Weil sie hat gesehen, einer, der sieht aus so wie eine, es gibt so reiche Leute, sie gehen so in Solarium-Typ, weißt du, so. Sie machen sich Urlaubsgesicht in Stadt. Sie machen sich so, es gibt so eine Farbe, wo ich bin kein Profi, wie macht man das, aber ihr versteht, was ich meine. Es gibt so Leute, sie wissen, wie sich zu machen zum größten Knackers, Spielers, Moshe Groß. Und sie hat gedacht, dieser Rababau, es geht ihm so gut, weil er bestimmt gehört zu diesen Leuten. Sagt Rababau, mein Gesicht ist so gelb und gut und so leuchtet, weil ich habe gefunden ein neue Tosefta. Also ich habe was Neues gelernt, Chidush. Erklärt der Rebbe zum Arzedek etwas sehr interessant. Es gibt zwei Arten von Shiurim. Es gibt eine Shiur, die sehr schön strukturiert, Fragen, Antworten, klar, schön serviert, schöne Sprache. Aber ich kann schon die Geschichte. Nun, sehr gut. Es gibt eine, wo sein Shiur war nicht so, ai. Nicht so viel Fragen, nicht so viel Pädagogie, keine Ethos, keine Pathos, keine, er hat nicht gelernt, Aristo, wie hält man eine Rede. Aber der hat gesagt, eine guten Chidush, eine gute Nachricht in die Tora. Wer gefällt dir mehr? Der hat die Sachen schön gepackt, akademisch, oder der hat dir gesagt, was Neues? Die Antwort lautet, der sagt, was Neues. Warum? Weil der Mensch interessierte mehr wie alle diese Frage, was gibt Neues? Das ist die größte Frage, was gibt Neues? Kommt der weiser Mensch in diese Welt und er sagt dir in Prediger am Anfang, Ein Chadash Tachat HaShemesh. Es gibt nichts Neues unter die Sonne. Immer dasselbe, immer die gleiche, immer dieselbe Geschichte, glauben Sie mir. Seitdem ich bin Kind, ich höre immer dieselbe Geschichten. Ich glaube das manchmal nicht wohl. Wirklich. Ich will nicht wiederholen mein Leben bis heute, aber manchmal weiß ich nicht, wie alt bin ich, weil es alles Déjà-vu. Wirklich. Es ist immer das Gleiche, immer dasselbe, immer die Ende. Und immer am Ende und es geht weiter und es geht weiter und weiter. Warum? Weil König Shlomo sagt uns, Ein Chadash Tachat HaShemesh. Ma Shehoyo Usheiye. Das, was war, das wird kommen. Unter die Sonne, so läuft die Welt. Dschungel, Dschungel, Dschungel. Was erwartest du? Aber über die Sonne, da gibt es einen Vorteil. Über die Sonne gibt es einen Ewigster, der für die Welt. Willst du in dieser Welt normal leben, such nicht die ganze Zeit Nachrichten unter die Sonne. Für was? Was bist du jetzt, ein Politiker? Hast du Schiff? Schickst du Bomben, Raketen? Arbeitest du im Gefängnis? Bist du in die Armee? Was willst du machen? Was kannst du machen? Was du machen kannst, du kannst gut leben, indem du dir mit der Geschichte von der Tora verbindest. Was heißt das? Und das will ich ein bisschen betonen. Und hör mal gut zu. Wenn ein Mensch geht ihm zum Beispiel nicht gut mit Parnasse. Es gibt einen wunderbaren Tipp. Soll er lesen Geschichten von der Tora, wo Menschen hatten keine Parnasse und Parnasse bekommen. Soll er lernen von Josef und die Hungernot in Mitzrayim. Und wie später war er so reich. Okay? Soll er lesen zweite Buch Mosche mit dem Manna in die Wüste. Wenn eine Frau hat keine Kinder,
Was soll sie gucken im Internet? Statistika, dass sie keine Kinder bekommt? Sie bekommt keine. Wenn sie guckt im Internet. Sie kriegt Panik, wenn sie man guckt im Internet. Nachrichten. Soll sie lesen die Geschichte von Sarah? Kommt ein Engel, Michael, und er sagt, siehst du die Sonne auf dem Kreuz auf der Wand? Nächstes Jahr bekommst du ein Kind. Wow. Wie lange diese Geschichte von Sarah, Chaverim, war heute in Nachricht? Nein. Was fühlt ihr euch im Herzen, wenn ihr hört diese Geschichte? Der Malach, Engel Michael, kommt zu Sarah, zeigt sie die Sonne und er macht ein Kreuz und er sagt, Sarah, genau heute, so du lebst, wo die Sonne noch einmal scheint in diese Kreuz, bekommst du ein Kind. Ich weiß nicht, wie es bei euch, bei mir läuft im Blut Freude. Hanna, eine Via, hat keine Kinder, kommt zu Eli, bekommt ein Kind. Kommt der Engel, sagt die Frau von Manoah, du kriegst ein Kind. Also Leute kriegen Botschaften die ganze Zeit. Wenn jemand ist krank oder jemand bei mir in die Familie ist nicht gesund, soll er lesen die Heilung von Chizkiyahu und Jeschaiah. Jeschaiah sagt, du stirbst, Chizkiyahu betet und er lebt noch 15 Jahre. Soll er das lesen? Einmal, noch einmal, dreimal. Also, wenn man mit Hashem, mit dem Kraft von über die Sonne verbindet, bekommt man auch eine Kraft zu verkraften, die Sachen, die unter die Sonne. Ich gebe euch ein Beispiel. Ein Mann, seine Frau ist jetzt im Gebärhaus, hat Operation, Kaiserschnitt. Und not Kaiserschnitt. Was macht der Mann draußen? Liest Bildzeitung oder sagt Tehillim und betet zu Gott? Wenn der Mann liest Bildzeitung, etwas mit ihm ist nicht gesund im Kopf, soll er verlassen dem Spital und gehen zum Psychiatrie. Das ist nicht der Zeit zu lesen Bildzeitung. Da ist die Zeit, du bist ein Gläubiger, geh zu deinem Gebetshaus, bete dort. Auch in Ordnung. Interessant, auch im Spital in Deutschland gibt es eine Stube, wo man beten kann. Geh, bete. Sag Tehillim, sag was, warum, weil du siehst, das ist der einzige Weg, die Sachen zu bekommen. Okay. König David sagt, Tashmieini Sasson Vesimcha, er sagt das in Kapitel 51. Gib mir Nachrichten von Freude, dann machst du frei meine Knochen. Wenn ein Mensch hört zu viel nicht gute Nachrichten, hat er orthopädische Probleme. Er ist verkrampft, er kriegt Rückenschmerzen, der Hals, alles. Er muss wohnen bei einem Massagist von so vielen Nachrichten. Also wirklich, man kann nicht so viel hören. Sagt König David, muss man ein guter Mensch sein. Und König David sagt, ich tov, mevaser tov. Ein guter Mensch erzählt gute Nachrichten. Hausaufgabe, die Geschichte von Achimaaz. Schmuel 2, Kapitel 18. Achimaaz war der Bruder von Achinoam. Achinoam, die Frau von Shaul. Also Achinoam war die Schwiegermutter von David. Und Achimaaz war der Kohen, Gadol, der Sohn von Zadok, war ein guter Mensch. Er ist gekommen vom Krieg von Joab und Avshalom. Und David HaMelech sagt, Ich tov, mevaser tov. Ein guter Mensch erzählt gute Nachrichten. Und schlechter, grausamer, entweder erzählt gar nichts oder macht kra, 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 qua, 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 so wie die Rabe. Jetzt versteht ihr, warum ich bin gegen den Rabbi so allergisch. Weil immer, immer finde ich es in den Schriften. Hörst du andere Fegelach? Zwitschern? Wunderbar. Das ist Melodie von guten Nachrichten. Rabbi, Ra, das Wort Ra, ist schon schlecht. Weil er ist grausamer. Und letztens, immer wenn ich sehe auf dem Balkon oder irgendwo Rabbi, ich sage, du bist nicht Hashem und du hast bei mir nichts zu suchen. Ich höre dich nicht. Ich höre dich nicht. Ich höre dich nicht. Also,
Ich gehe nur zu Hashem, ich will nicht deine Stimme hören. Und er kommt und er will dir verzweifeln. Weißt ihr, wer ist dieser Rabbe, soll ich euch sagen? Ihr sollt nicht denken, Shlomo ist bekloppt. Rabbe ist Nachrichten. Das ist Rabbe. Er ist der Rabbe, der macht uns die ganze Zeit qua, qua, qua. Er dreht uns die Magen, dass die Welt wird sich in einer Minute bombardieren. Und alles wird runtergehen. Ja klar, er kommt, dritten Weltkrieg, bla bald. Schkoyach, Todaraba, wirklich. Danke dir für die Nachrichten. Ich habe nicht gewusst, dass die Lage ist so schlimm. Gott sei Dank, das hast du mir informiert. Gut. Wollt ihr ein Beispiel für eine gute Nachricht? Ein Beispiel. Wenn deine Frau zum Beispiel hat verloren eine teure Kette mit Diamant. Wo diese Kette ist nicht nur Kette, sie ist auch nostalgisch, symbolisch, wichtig. Und sie hat das verloren. Und die Hoffnung hat sie nicht aufgegeben. Und sie hat das gefunden. Ist eine gute Nachricht oder eine kleine Nachricht? Ich denke, das ist eine sehr gute Nachricht. Und ein Beweis, die Halacha sagt, auf einen Verlust, wenn hast du was gefunden, die hast du verloren, musst du sagen, die Bracha Toiva Meiti, steht geschrieben. Es muss aber sein eine wichtige Sache, nicht jetzt, man erzählt auf eine polnische Mama, dass ihre Enkelkind wurde ins Meer ertrunken und einer hat ihn gerettet. Und die Oma sagt, wo ist die Mütze? Also, es ist nicht jetzt die Zeit zu weinen über die Mütze. Ich rede jetzt eine wichtige, sie soll Atova Ametiv sagen über, aber, sagt die Halacha, wenn du hast eine Erbschaft bekommen, ein Geschenk, ein Kind, einen guten Wein, eine Wohnung, gute Regen, hat dir gelungen, die Landschaft in deinem Garten, bei den Gemüse oder bei den Blumen, oder wenn die Kinneret ist voll nach der Dürre und so weiter, sollst du sagen, aber wenn schlechte Sachen sind vorbei, das ist keine gute Nachricht. Zum Beispiel, oh Gott sei Dank, hat mein Sohn oder meine Tochter den Scheidungsbrief bekommen. Nein, das ist keine gute Nachricht. Das ist Nachricht. Es ist für ihn gut. Aber es ist nicht für uns gute Nachricht. Versteht ihr, was ich meine? Oder der Krieg ist zu Ende. Der Krieg zu Ende ist keine gute Nachricht. Es muss sein ohne Krieg alles. Wenn es Frieden geworden, das ist eine gute Nachricht. Versteht ihr den Unterschied? Wenn jemand ist gesund geworden, ist noch kein Grund zu feiern. Dass wenn der Gesunder macht schon was Gutes, das ist schon eine Hatov Ameitiv. Das ist schon Hatov Ameitiv. Darum doppelt. Das Schlechte ist vorbei und das Gute hat begonnen. Habt ihr verstanden? Also zum Beispiel mit dem Verlust. Warum soll man Menschen Hatov Ameitiv? Wenn jemand hat was verloren, wie geht es ihm? Schlecht. Und wenn es ihm schlecht geht, er sieht die ganze Welt in dieser Zeit nur mit dieser Brille, mit dem Verlust. Stimmt? Es ist egal, wie schön war sein Urlaub. Immer wird er denken über diesen Urlaub. Mit was? Meine Portemonnaie ist verloren. Ich höre manchmal Leute, wie sie reden über einen Urlaub irgendwo. Vor vielen Jahren. Es war wunderbar, aber es wurde geklaut, mein Handy und meine Portemonnaie und mein Führerschein. Weißt du, was ich meine? Dann ist es kein Urlaub. Dann lebst du mit der negativen Erinnerung. Hatoiva Ameitiv oder Psorotovot bedeutet, soll beides aufhören. Die Vergangenheit und soll gut sein. Ich will gehen zu dem letzten Aspekt. Ich habe gesehen heute ein Video von einer Journalistin in Amerika,
Und sie kommt zum Rebbe und sie sagt, Hi Rabbi, I'm coming from the Daily News. Daily News, das ist so die amerikanische Bildzeitung. Und der Rebbe sagt ihr, please make every day news about daily, jeden Tag. Nicht nur gute Nachrichten einmal im Jahr oder einmal. Es soll, der Rebbe hat gesagt, muss man Tropfen von guten Nachrichten jeden Tag in Zeitung legen. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Ihr werdet sagen, Shlomo, du bist kleinlich, aber ist mir egal. Es gibt so eine chassidische Zeitung, sie heißt Kfar Chabad. Das ist so ein Magazin von Chabad. Gut, in diesem Magazin gibt alles, Forschungen, Torah, Zores, alles. Es gibt dort einen Artikel, der heißt Auf Simches. Was steht dort bei Auf Simches? Wer hat sich verlobt? Wer hat geheiratet? Wer hat bekommen eine Junge? Und wer bekommen eine Mädchen? Was glaubt ihr, dieses Blatt ist langweilig oder spannend? Ich denke, dieses Blatt ist super spannend. Soll ich euch sagen, warum? Sag ich euch. Eins, zählst du, was war diese Woche mehr? Jingelach oder Mädelach? Es ist schon interessant. Zweitens, willst du sehen, welche Mischpoche heiratet mit welcher Mischpoche und für welche Länder? Das ist schon eine ganze Leben. Und das ist spannend, glauben Sie mir. Und da sind Freunde, ah, das ist ein Freund von mir, von Australien, wow, wieder ein Kind. Ich dachte, seine Kinder sind schon alt. Nein, also du bist schon am Leben von guten Nachrichten. Gute Nachrichten lese ich euch jetzt von Rebbe. Hashem soll euch geben gute Nachrichten und bete Hashem soll er euch geben gute Nachrichten, damit ihr das teilen könnt, eure gute Nachrichten. Und der Rebbe sagt, es ist eine Mitzwe-Rabbe, wenn jemand wünscht dem anderen, soll er sagen, vorgesunter Red, Psorotowot, gute Nachrichten. Soll sein Psorotowot, immer wenn jemand geht zum Gespräch, sagen Psorotowot. So wie man sagt, ich drücke dir die Daumen, reicht nicht. Soll man sagen, ich wünsche dir Psorotowot, du sollst gute Nachrichten bei mir melden. Und der Rebbe bringt, es gibt ein Kind von Lea, der heißt Gad. Was ist Gad? Gad Gdudje Gudeno. Gad bedeutet in der Sprache von der Torah Mazal, Mazel Tov. Gad heißt Mazal. Warum? Wie hat man gewusst, dass Gad ist ein Psorotowot? Gad ist geboren, so wie Jakob und so wie Josef, beschnitten. So wie Moshe. Und darum sagt man, Bagad, Bamazal. Dann, stell mal vor, Lea erzählt, bei mir ist eine Junge geboren. Und er ist noch beschnitten. Hoppa, das ist schon interessante Masel. Weil wenn es ein Junge geboren und muss in 8 Tagen Brit Mila machen, auch die mutigsten Menschen haben so ein bisschen ein kleine Pixel von Schmerz. Brit Mila, Sorgen. Stell mal vor, geboren eine Junge und beschnitten. Es ist nicht Atove Ameitiv, es ist nicht vollständige Glück. Wunderbare Sache, oder? Versteht ihr, was ich meine? Also das ist schon eine pure Mazel Tov, ohne Sorgen. Und der Rebbe sagt, wenn eine sagt dem anderen gute Nachrichten, bekommt er auch gute Nachrichten für sich. Das heißt, es ist ein gewisser Boomerang. Ein Mensch soll auch auf kleine Nachrichten sich freuen. Auch wenn die sind nicht groß. Kleine. Aber so trainiert er, sich zu schützen, nicht als Medikament danach, sondern als Vorbeugung Immunsystemkräfte. Versteht ihr, was ich meine? Und damit will ich beenden. Und der alte Rebbe, es war ein Chassid, mit dieser Geschichte will ich beenden. Es war ein Chassid.
Sein Name war Rabbi Moshe von Similian. Rabbi Moshe Similian hat gewohnt in Witebsk. Er war ein guter Mann, hat einen schweren Job. Was war sein Job? Er war ein Blecher. Weißt du, was ist Blecher? Blecher ist wie... er macht Sachen von Metall, Blech. Blecher auf Jiddisch. Wie sagt man auf Deutsch Blecher? Ich komme nicht so... Wie? Spengler. Wie? Spengler. Karosserie-Spengler oder Spengler-Metallbearbeitet? Metallbearbeitet. Du hast gesagt auf Schwedisch, das ist so wie Jiddisch. Nein, nicht Schreiner. Schreiner ist... Nein. Spengler ist eine Form von Leuten, die Blech bearbeiten, alle Rundungen und Ecken und auch ein Auto, eine Autokarosserie zum Beispiel reparieren können. Okay, Spengler. Also, Moshe Blecher war ein Spengler. Und er hat gemacht Metall. Und... Es gibt ein einfaches Wort auf Deutsch. Schlosser? Nein, Schlosser macht Schlüssel. Kesselzwicker hieß das früher. Gut, egal, Blecher. Herr Moshe Blecher war ein guter Jid und hat schwer gearbeitet den ganzen Tag. Was hat er gesagt den ganzen Tag beim Beten? Gute Nachrichten. Meine Frau ist gesund. Meine Kinder sind gelungen. Ich bin reich. Also, was hat er zu tun? Also, er war ein einfacher Jid und er konnte nicht Tora lernen auswendig und so. Er hat nur gesagt, ganzen Tag gute Nachrichten für seine Ohren. Ich bin glücklich, ich bin gesund. So, jeden paar Minuten hat er sich so. Glaub oder nicht, es hat gelungen. Seine Frau war gesund und seine Kinder waren gelungen. Und er hat gute Parnasse und der alte Rebbe hat sehr groß von ihm gehalten, von Moshe Blecher. Ein Tag leider ging das ein bisschen anders. Und es war etwas bei seiner Frau und bei seinen Kindern gleichzeitig. Irgendeine Lungengeschichte. Die alle haben sich angesteckt. Damals in den alten Zeiten, sowas war nicht so wie heute, die kann man Antibiotik. Es war ganz schlimm. Hat er geschrieben meinen Brief zum Rebbe, dass er sagt, Rebbe, du weißt, ich versuche immer gut zu denken, gute Nachrichten dir zu schenken, aber jetzt, ich brauche deine Bitte bei Hashem, soll er mir helfen, bitte, bitte, die Lage ist nicht gut. Und der alte Rebbe hat gebetet und Hashem hat gehört, die Gebete von dieser guten, nachrichtigen Mensch, Moshe Blecher, und seine Frau und seine Kinder haben begonnen, gesund zu werden. Weißt du, was ich meine? Die sind noch nicht gesund geworden, aber es ist etwas besser geworden. Weißt du, was ich meine? Also auch in schlimmen Zustand gibt es Verbesserung. In dem Moment, wo es war Verbesserung, er hat genommen einen Kutscher und er hat gegeben dem Kutscher Geld. Er sagt, fahr zum alten Rebbe. Und er sagt, der Rebbe gibt gute Nachrichten. Es ist auf der guten Richtung. Obwohl es war ganz, wie soll ich sagen, am Anfang von dem Weg. Und alle sind gesund geworden. Und der alte Rebbe hat ihm gesagt, deine guten Nachrichten an mir haben gewirkt, dass deine Frau und deine Kinder sind gesund geworden. Natürlich, das ist eine große Prüfung, aber gute Nachrichten ist eine gewisse Trainierung und Einstellung. Und ich will damit beenden, wenn wir werden verbrauchen. Gute Nachrichten, wir werden vermeiden Schwierigkeiten und in wahren Momenten, wir werden mehr Kraft haben. Und gerade wenn es ist schwer objektiv, sucht man mehr gute Sachen und auch kleine. Weil auch kleine Sachen sind groß. Und jetzt will ich euch was sagen.
Ihr habt früher gelacht, oder ich, von die Schokolade oder die Deodorant. Habe ich mich gefreut oder nicht? Habe ich mich gefreut? Aber weil die Welt ist so aber hart und du willst gute Nachrichten, Kleinigkeiten sind doch nicht genug, um dem Gewicht von dem großen Mass, dem Orangensaft ist noch nicht genug, um dir den Tag zu verlockern über deine Sorgen in die Zukunft. Hey, jemand hat keine Arbeit, was soll er jetzt freuen sein mit Orangensaft? Versteht ihr, was ich meine? Also ich gebe euch ein Beispiel. Sagt uns der Rebbe, nein. Diese guten Nachrichten werden dir geben Mut, Kraft, Emuna. Und schlechte Nachrichten werden dir unter dem Bett schieben. Sie werden dir kaputt machen. Das ist Junkfood. Das wird dir fertig machen. Ich danke euch sehr, sehr heute für diesen Shiur. Und soll sein, Psorotovot, fortgesundereit. Und Hashem soll uns alle geben gute Nachrichten, um eine dem anderen zu benachrichtigen. Und auch wenn das ist Kleinigkeiten, ich habe gut geschlafen, ich hatte einen guten Wochenende, einen guten Urlaub. Also so auch diese Kleinigkeiten für die Leute, die ihr seid mit denen in Kontakt, spielt das eine große Rolle. Wenn jemand euch liebt, er wird sich freuen auch auf die Kleinigkeiten. Glauben Sie mir. Warum? Weil Hashem ist doch unser Papa. Wenn dein Kind sagt dir auf eine Kleinigkeit Danke, er freut sich für irgendetwas, für ein schönes Abendessen mit Schnitzel und Pfefferlach und Kraut und Karotten mit Knoblauch und Dill. Habt ihr gegessen einmal geriebene Karotten mit Knoblauch und Dill-Salat? Puh, Bombesalat. Man nimmt die Karotten, man reibt. Schneidet man ein paar Knoblauch. Man legt auf dem Knoblauch Öl, bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Man nimmt Dill, man schneidet viel. Man legt den Knoblauch und den Dill in die geriebene Karotten und man macht also mit dem Öl und alles. Später schmeckt das einen guten, pikantischen Karottensalat. Was denkt jetzt der Mensch? Ich probiere es mal. Weißt du was? Ich werde es mal probieren. Und das ist sehr, sehr richtig. So muss man es machen. Ich werde nicht vergessen, dass von Zeit zu Zeit schicke ich die Chaverim so Aufgaben zu machen, Fisch oder Auflauf und man freut sich. Es ist Kleinigkeiten, aber das ist so ein Programm, die man sich dem Tag ein bisschen versüßt. Also heute beenden wir mit dem Karottensalat und ihr werdet sagen, was machst du von Karottenzimmes? Ich werde euch sagen, dass auch in die jüdischen Bräuche am Rosh Hashanah, eine von den Essen, die man isst, ist Möhren. Warum Möhren? Soll Hashem uns alles vermöhren. Alles. Aber wie macht man am Rosh Hashanah diese Salat? Man schneidet sie so wie goldene Münzen mit Honig und man serviert am Tisch. Soll die Teller soll glänzen von die geschnittenen Münzen. Und was ist das? Das ist goldene Münzen-Simulation. Versteht ihr, was ich meine? Das ist die Idee von die Karotten. Hashem soll uns vermöhren. Es ist alles Trainierung. Es ist, und genauso, wenn man will was Gutes, ich wünsche euch bei dem heutigen Tag, bei dem Jahrzeit von Rabbi Yisrael Arye Leib, dass wir uns freuen, dass unser Herz geht. Er ist mit 43 gestorben auf Herzinfarkt. Wir leben noch. Jeden Tag, wo wir leben, ist schon eine Matana. Und wir werden beenden mit die Bracha HaRachaman, Uishlach Lanu,
Der Barmherziger soll uns schicken, der Eliyahu Anavi, der Prophet Eliyahu, Zachur Latov, dass wir ihm gedenken zum Guten. Wie Vaserlanu soll er uns Botschaft geben, Psarot Tovot, gute Nachrichten. Gute Nachrichten von Shalom, gute Nachrichten, Lösungen von Torah und gute Nachrichten, so wie es steht in der Gemara, dass ein Tag vor dem, dass der Moschiach kommt, dann schickt Hashem Eliyahu Anavi. Und es ist unglaublich, steht geschrieben in Kitzur Shulchan Aruch. Kitzur Shulchan Aruch ist doch Gesetze, stimmt? Shulchan Aruch ist doch Gesetze. Ich will euch jetzt lesen von Kitzur Shulchan Aruch. Paragraph 96, Vorschriften für das Mairiv-Gebet und Vorschriften für die Havdalah. Okay, wollt ihr hören ein Gesetz, Halacha? Shimon hat mir einmal gesagt, wir lernen nicht genug Halacha. Lieber Shimon, hier hast du jetzt ein Halacha für dich. Halacha, Yudbet. Es ist ein verdienstlich nach dem Ausgang des Shabbat etwas mehr Lichter anzuzünden und die Gesänge zu sprechen, um dem Shabbat bei einem Weggehen in ehrenvoller Weise das Gleite zu geben, wie man einem König das Gleite gibt, wenn es er die Stadt verlässt und man gedenkt des Propheten Eliyahu und betet, er möge kommen und uns Erlösung verkünden, denn Eliyahu kommt nicht am Erev Shabbat. Warum kommt nicht Eliyahu am Erev Shabbat? Weil die Frauen werden sauer sein. Ich habe so viel gebackt und gemacht und jetzt alle gehen nach Jerusalem. Nein, 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 nein. Ess mit mir Freitagabend. Beim Shabbat kommt nicht Eliyahu Anavi, damit soll die Leute nicht dem Trum, dem Eruv, gehen. Also Shabbat gibt es Shabbatgrenze, wie viel darf man Shabbatgrenze nicht überstreiten, mehr als 2000 Amme. Deshalb Raum über 10, ja. Dann, nachdem der Shabbat vorübergegangen, sodass er kommen kann, beten wir, er möge kommen und uns Gutes verkünden. Ferner steht im Midrash, dass nach jedem Shabbatausgang Eliyahu in dem Garten Eden gehe und sie unter dem Baum des Lebens setze und die Frömmigkeiten der Kinder, die die halten, dem Shabbat gehalten oder nicht. Das ist unglaublich, wirklich, Shulchan Aruch. Unglaublich, also Eliyahu Anavi guckt, wer hat am Shabbat gehalten und wer nicht. Was heißt Shabbat halten? Der erste Schritt, den der Mensch machen soll, ich erzähle jetzt eine Geschichte, nein, ich mache die Video aus und ich erzähle euch. Tschüss.